Ja, hallo. Willkommen zurück bei Teponia. Wir sind jetzt mal dabei, einen Espresso für die Schönheit zu machen. Und ich brauche ein Gefäß für das. Für die Batteriesäure. Und noch klares Wasser. Was höchstwahrscheinlich vielleicht das da ist. Oh nein, das muss ich mit dem Ding finden, was ich krieg, wenn ich ihn überschwemmt habe im Prinzip. So wird das was, wenn ich niemand tot. Wie was warum? Wenn ich ein Loch in das Mal wieder Taster. Jetzt sind die Löcher schon mal hier, ich kann da nichts mehr machen. Das bedeutet, ich muss jetzt schon. Das sitzt auch so schon. Okay, ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Düp, düp. Dann mal das da. Ja, lösche, würde mich interessieren, ob man mit dem was macht oder ob der einfach nur da ist, um da zu sein. Dann das mit dem. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Okay. Der wollte mir was zum Essen, aber dann habe ich noch nicht so viel. Okay, machen wir mal das weiter. So, hier, hier. Dann zack. Dann bleibt das offen. Irgendwie war das nicht so. Ja. Hier, dann schauen wir mal, ob das jetzt weg ist, wenn ich das mache. Nope, bleibt stehen. Perfekt. Ja, da. Der arme Wendt, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich es verpasse. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell. Du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel. Dabei ist es nur eine Überschwemmung. So ein. Was ist denn los? Ich habe eine Wasserader gefunden. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur. Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment. Lass ihn uns zusammen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Aha, ich bin reich. Ja. Da, ich sehe es ganz Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Das ist die Wünsch. Was mache ich jetzt damit? Die ganze Zeit wollte ich das haben und jetzt. Ah, Rufus, ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück
bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen deines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Bin ich jetzt endlich dran? Ja, doch! Ich habe dich doch auch schon aufgerufen! Oder etwa nicht? Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Lotek? Na dann. Was? Er stört! Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Dich hat er auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Ich will meinen Wohnsitz abmelden. Du schnorchst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Zügle deine Zunge, Bursche. Das hier ist der Traditionelle. Doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Autsch. Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar, wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwak auf dich zurückführen lassen. Aber davon sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuwak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Ja. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann... Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten... Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern.
Mir gehen die Argumente aus. Endlich! Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ob... Was denn jetzt noch? Okay. Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits... Mir geht... Endlich. Ist noch was? Und ob... Was denn? Ich komme immer noch nicht... Dein Vater hat ein Geräusch, das nur... Ich kann mir einfach nicht vorstellen... Es funktioniert. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche... Wann macht die Post auf? Wann immer ich es führe, denn ich bin... Was für eine Bescheuert. Wie hat dein Vater ein... Bescheuert, aber nicht übel. Wann macht... Wann immer ich... Richtig. Das Mädchen... Falsch, ich habe... Mir geht... Ist noch was? Nein. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Nanu? Er ist weg? Naja, auch gut. Okay. Ein Gerät, das da die Idee hätte von mir sein können. Nächster, bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Nee. Ah, perfekt. Wenn da der Schlüssel zur Welt... Ich verbummel ja sogar schon immer die... Kann ich das auch hinbekommen? Ja. Schade. M-A-C-H-T. S G U T I H R I D O N. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe mal gehört, dass Stierblut. Die Wünschelrot offenbar kennt. Keine Reaktion. Jetzt Wasserquelle. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie. Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Konzentrier. Sie kann dir immer noch bei deinen Okay, wollen wir mal. Muss ich da noch wissen. Okay. Haha! Ich habe die Säure abgefüllt, ohne mich zu verletzen. Hierauf will ich mein Glas erheben. Ja. Energiereich, belebendes Wasser.
klar. Weil ich muss die Quelle finden, ne? Wenn ich eine Quelle werde, wo wäre ich dann? Ja, dann da ist er, aber da kann ich ja nicht mehr interagieren damit. Ah doch, wollte jetzt das Ding. Sehr gut. Perfekt. Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nicht. Ah. Da, ich sehe Stein und da schon klares. Oder auch nicht. Das ist die Wünsche. Vielleicht. Oder ich auch mal nicht. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es. Mehr ist wohl nichts, reicht ja. Ein Gerät, das Erdmagnet fährt. Die Idee hätte von mir sein können. Will Polly einen daneben? Ich hab die Luftballon noch. Hm? Ich kann das Ding nicht. Tatsächlich. Nope. Für was? Und warum ist das immer ein gelber? Oh, vielleicht. Also, kein Grund. Hier gibt es kein Wunder. Was soll ich noch gleich machen? Es steht besorgt. Ich. Alles klar. Wegen des Wassers. Lass laufen. Klares Wasser. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuhwack auf einer. Ach. Wen meinst du denn jetzt mit? Nicht so wichtig. Ich schaffte. Beeil. Ich kann es. Sieht ganz schön. Ist es auch. 1A. Das. Okay. Ich gehe dann zu Tag. Mach das. Hallo noch. Ah. Hast du eine Art? Hm. Da ist auch eine. Wir nennen sie Batteriebrau. Meinst du so? Bis bald. Okay. Tschüss. Okay, vielleicht viermal wieder. Meine erste bei der hiesigen war. Nope. Hast du zufällig. Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich brauche dringend ein. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommt. Nein. Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Wie war das? Sind Geschenke. Man gibt's über. Und? Du bekommst. Tolle Geschenke. Ich hab ganz. Wenn du dich nicht ständig verletzen würdest. Für den Fall, dass es wieder passiert. Ich muss weg. Das aber du. Also. Kein Grund. Ich rede jetzt auch noch mit den Leuten. Das letzte, was irgendwie was passiert ist.
Sieh an, ist jemandem was zu essen runter? Ich warte natürlich darauf. Ha, Troll. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Ziel. Aber warum sollte Goal? Oh, Rufus. Sieh mich an. Wer auch immer dich gemacht hat, der hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich. Ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her, genauso wenig wie Goal. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Oh, aber Rufus, sie sind nicht unantat. Vergessen sie... Das ist schon, ja. Oh, aber sie ver... Dr. Gizmo... Was... Oh. Danke fürs Gespräch, wirk. Ich behalte. Oh. Ich dachte, ich muss es abfackeln jetzt und dann rennen die dahin. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Danke fürs nicht wirklich. Ne, dann mache ich jetzt immer noch drin. Das kleine Bass. Oh. Ja. Nanu, was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis, sein Vermächtnis. An seinen Schnapsschrank. Das, das? Sauber. Das besondere Wasser hätte ich schon mal. Sehr gut. Na, guck an. Dann haben wir die Episode dann auch, wenn ich in das Café getrichtert habe. Perfekt. Das ist ein tolles Ende. Upp, hier. Ab in den Tank damit. So. Das war's. Ich habe alle Zutaten gefunden. Wundervoll. Ich kann dir kaum sagen, wie gespannt ich bin, was jetzt passiert. Ich dachte, wir machen Espresso. Ja, dies ist ein erhabener Moment. Wir sollten ihn nicht mit Bedenken über Atomkerninnendrücke zerstören. Atomkerninnendrücke? Höret, ihr Götter der Vorväter! Mit edelsten Zutaten und unter höchster Kompression bitten wir euch, öffnet die Pforte zum Espresso-Versum. Au, Backe. Mehr Druck! Mehr Druck! Okay, okay. Sind wir tot? Nein, das fühlt sich anders an. Wie du weißt, habe ich dem Tod bereits einige Male in die Augen geblickt. Ach ja, habe ich vergessen. Dabei fällt mir ein, trägt Toni noch immer diese Kontaktlinsen? Psst, da passiert was. Na dann. Aua. Puh. Ich glaube, das Zeug könnte seinen Zweck erfüllen.
Du, Lonzo. Ah, Rufus. Bist du gekommen, um mir beim Aufräumen zu helfen? Ah, weißt du, ist grad schlecht. Ich komm später, okay? Uff. Was ist das für ein beißender Geruch? Das ist Medizin. Sagt wer? Sag ich. Und wer ist hier der Arzt? Sag du. Sagen wir es zusammen? Ich. Unentschieden. Drei Gewinnrunden. Du. Ich. Ha! Gewonnen! Mist. Ja, jetzt muss ich wahrscheinlich... Was riecht denn hier so komisch? Oh, Feuer! Das Rathaus brennt! Schutzmodus aktiviert! Brandmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Wo ist das Feuer? Na dort, die Kammer steht in Flammen, Herrgott! Keine Sorge, Ihr Feuer ist so gut wie gelöscht. Blick. Nix da, Rufo. Finger weg von der... Aber da gehört ein Trichter hin. Sie verweigern allen Ernstes einer... Damit machen Sie sich... Seien Sie froh, dass Inspektor... Na, endlich. Ich dachte schon, ich muss für immer in diesem Schrank bleiben. Hä? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Medizinmodus aktiviert. Dr. Gizmo zu Ihren Diensten. Wie steht es um die Patientin? Unverändert, würde ich sagen. Die Diagnose überlassen Sie am besten dem Arzt. Wo ist denn jetzt mein Stethoskop? Es ist fort. Alarm! Diebstahl! Polizeimodus aktiviert. Wachtmeister Gizmo zu Ihren Diensten. Niemand verlässt den Tatort. Oh. Aber Rufus, Sie sind nicht... Vergessen Sie da... So. Ach komm, Sie haben jetzt wirklich wichtig... Sagen Sie mir nicht, wie ich meine Arbeit zu tun habe. Oder wollen Sie etwa von Ihrer Schuld ablenken? Das ist doch wohl... Aha, da ist ja auch der Corpus Delicti. Damit ist das Puzzle komplett. Das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister ist endlich gelüftet. Diebischer Bürgermeister? Was erlauben Sie sich? Hände hoch, Lotek. Das werde ich ganz bestimmt nicht tun. Sie sollten aber. Ich will aber nicht. Sie haben keine Wahl. Ach ja? Sie sind gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet. Na und? Sie sind trotzdem gefeuert. Sie können mich nicht feuern. Sie sind verhaftet. Sie können mich nicht verhaften. Sie sind gefeuert. Gleich geschafft. Ich muss nur noch sicher gehen, dass auch kein Tropfen verloren geht. Sie sind trotzdem gefeuert. Ich? Was? Wo? Wer war das? Ich war das. Rufus? Alles okay bei dir? Was ist passiert? Du hast die Fremde geweckt und einen Schlag auf den Kopf bekommen. Goal? Wo ist sie? Wie geht es ihr? Sie ist immer noch nicht ganz klar im Kopf. Ich glaube, ihr Implantat wurde bei ihrem Sturz ernsthaft beschädigt. Sie ist jetzt zwar bei Bewusstsein, aber sie redet nur Kauderwelsch. Darf ich sie sprechen? Natürlich. Sie liegt gleich da vorne. Ich habe sie erst einmal auf die Krankenstation eingewiesen. Aber überstrapaziere sie nicht. Sie braucht jetzt vor allem Ruhe. Kein Problem. Danke, Doktor. Goal, ich bin's, dein Retter. Bisse, Putz. Nein, Rufus.
Ja? Butz. Du kannst mich nennen, wie du willst, Baby. Sag mal, hat das nicht wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Ach komm, das war witzig. Nee. Weil, ich meine, du bist ja wirklich vom Himmel gefallen. Also war das witzig. Verstehst du? Hallo? Jemand zu Hause? Haus. Ich nehme das mal als ein Ja mit Einschränkungen. Ritzel, Fitzel, Britzel? Nimmer, Fremsel. Hugel, Wugel? Basel, Fasel, nimm. Mammelframs? Bimfidi, Bum, Klopp, Klopp. Komm zu dir. Supp. Kartoffelsupp. Sie sieht gut aus und man kann sich gut mit ihr unterhalten. Ach, das führt doch zu nichts. Die Frau ist ja total plemplem. Plem, klem, tataratatim. Was habe ich auch erwartet, dass sie mich mit nach Elysium nimmt? Elysium, wir müssen zurück nach Elysium. Wie war das? Schreckliche Dinge. Der Organon hat uns verraten. Schnell, wir müssen zurück. Nach Elysium, ja, du kannst dich erinnern. Bist du das, Cletus? Was? Nein, ich bin nicht. Mein Name ist Rufus. Ich habe dich gerettet. Rufus? Ich verstehe nicht. Wo bin ich hier? Du bist ziemlich übel gestürzt. Der Arzt sagt, du leidest unter Halluzinationen. Es ist verwirrend, aber ich muss zu Cletus. Kannst du mich zu ihm bringen? Wer ist Cletus? Mein Verlobter. Oh, du, ich weiß nicht. Vielleicht bist du hier besser aufgehoben. Immerhin... Er wird dich großzügig belohnen. Oh, das, großzügig? Versuch, Cletus zu kontaktieren. Er wird nach mir suchen. Wie großzügig genau ist denn großzügig? Vielleicht kannst du ihn über Funk erreichen. Er wird versuchen, mich zu finden. Meinst du wirklich, dass das Sinn macht? Also, für einen Verlobten hat er bislang nicht sehr viel für dich geleistet, weißt du? Bitte, Rufus, du bist der Einzige, dem ich hier trauen kann. Tja, das stimmt wohl. Du kannst hier wirklich nur mir trauen. Nur mir. Und du hast deinen noblen Charakter bereits unter Beweis gestellt. Das Kreuz eines Helden. Aber um nochmal auf das Wort großzügig zurückzukommen. Bitte, Rufus, kontaktiere Cletus. Ich wäre dir unendlich, unendlich dankbar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Kann spannend ran drauf, auf, ab. Aber das Kreuz eines Helden. Warum muss ich auch immer so unendlich gutmütig sein? Ja, endlich. Da denkt man, es ist bald vorbei und dann denkt man sich, jetzt ist noch besser vorbei und dann, okay, aber jetzt höre ich hier wirklich auf. Die Folge wird halt ein bisschen länger. Liken, subscriben, die üblichen YouTube-Dinge machen. Man sieht sich im nächsten Mal, wo wir Cletus kontaktieren müssen. Man sieht sich.